Wir befinden uns jetzt hier in der Bauernkarte und neben mir befindet sich der frisch gewählte Präsident vom Hamburger Schaustellerverband seit 1884, der Robert Kirchhecker. Können Sie denn mal erzählen, wie Sie dazu kamen, vom Vizepräsidenten zum Präsidenten? Also, wir hatten letzte Woche Wahlen und es war so, dass ich jetzt 2 Jahre auch schon gewählter Vizepräsident war. Und der ausgeschiedene Präsident Manfred Pluschies einfach das Amt nicht mehr weiter fortführen wollte. Das war aber vorher klar. Wir haben uns jetzt circa 1 Jahr lang darüber ausgetauscht. Ich hätte auch sehr gerne noch unter ihm erstmal weitergearbeitet, aber das hat sich nun mal nicht ergeben. Aus Altersgründen hat er dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, du machst das vernünftig und dann werde ich dich unterstützen, soweit ich kann. Und meinen Segen und meine Stimme hast du. Und so bin ich halt als Präsident gewählt worden. Das heißt, es ist ja von 1884. Was hat das damit auf sich? Also wir sind ja ein Berufsverband, ein eingetragener Verein, 1884 e.V. Und soweit mir das alles bekannt ist, sind wir der älteste Berufsverband sogar weltweit. Es gibt ja mehrere Berufsverbände, aber wir können voller Stolz sagen, wir sind der älteste weltweit. Was sind Ihre zentralen Aufgaben während des Hamburger Frühlingssturms? Also wir haben ca. 160 Mitglieder in unserem Verband und denen gilt es natürlich auch immer gerecht zu werden. Davon sind ungefähr 90 oder 80 hier ansässig auf dem Hamburger Dom als Unternehmer oder eigenständige Betriebe und dann geht es natürlich deren Interessen zu gewahren und überhaupt die Interessen des Hamburger Doms als solches dann auch zu schützen, weil wir natürlich mit ganz, ganz vielen Problemen momentan zu kämpfen haben, sei es die Sicherheitsproblematik, die wir im Moment haben, wer kommt für die Kosten auf, ne, und die Struktur, das ganze Heilige Geistfeld wird momentan saniert und beziehungsweise ja, neu erschlossen. Wir kriegen ein neues Gelände. Wenn das soweit fertig ist, wird uns gesagt, die Baumaßnahmen werden bis ca. 2023 stattfinden. Und dann sollen wir das modernste Veranstaltungsgelände Europas bekommen. Und da gilt es immer wieder denn nachzujustieren, weil eben da auch Fehler gemacht werden, wie wir sie das jetzt diesen Dom über schon sehen. Und wenn wir nachher den Rundgang machen, werde ich wahrscheinlich auch einige Punkte davon ansprechen, die eben ein bisschen schief gelaufen sind. Und das gilt jetzt immer wieder darauf zu achten, dass solche Dinge eben nicht passieren. Aber es gehören eben noch jede Menge mehr Aufgaben mit dazu. Dann wisst ihr jetzt schon mal, wen ihr ja vor euch habt und wie gesagt, wir machen jetzt einen Rundgang über den Hamburger Frühlingsdom, werden uns ein paar Geschäfte vornehmen, mal schauen, was da alles neu ist dieses Jahr und bin schon ganz gespannt darauf und würde sagen, jetzt geht's da los. Super. So, für die kurze Einleitung unseres Rundgangs, dann möchte ich gleich ein Statement dazu abgeben. Wir befinden uns ja auf dem Hamburger Frühlingsdom hier und wir haben eine Meile, die man langschlendern kann in Länge von 1,6 Kilometer, die man einfach so lang bummeln kann, ohne einen Pfennig Geld dafür bezahlen zu müssen, um das Ganze genießen zu können. Wir haben ca. 260 eigenständige Schaustellerbetriebe hier auf dem Gelände. Einer davon ist Herr Eberhardt ja gegenüber, den habt ihr ja wahrscheinlich schon öfter mal interviewt, aber er hat einige Neuerungen und da werden wir uns gleich mal was zu angucken. Die Wilde Maus XXL denkt auf jeden Fall auch immer innovativ. Hier, es gibt zum Beispiel ein neues Kuh-Wettmelken, den man hier melken kann und dann einen Taler einlösen kann. Und was es genau mit sich auf hat, das wird uns jetzt einmal hier genauer erklärt. Was kann man denn mit dem Melken denn veranstalten letztendlich? Ja, hier ist unser Melkspiel unter unserem LD-Container. Und die Einnahmen aus dem Melkspiel werden wir an einen guten Zweck spenden. Hier ist das die Sternbrücke hier in Hamburg für schwerkranke Kinder, so damit die noch ein bisschen was erleben können in den letzten Stunden. Ja, die Idee ist entstanden durch unseren Chef, Herrn Max Eberhardt Junior. Und zwar war der Hintergedanke gewesen, wir haben unsere LED-Wand oben drüber und unten das nicht leer zu lassen, hat er die Idee gehabt, hier Kühe hinzustellen und das alles als Kuhspiel dann halt umzubauen. Herzlich willkommen beim Melkspiel. Nach dem Mu hast du Zeit, mich zu melken. An der Milchkanne kannst du sehen, wie viel du gemolken hast. Prima, du hast die Milchkanne fast gefüllt. Dafür bekommst du einen Preis, der an der Kanne ausgeworfen wurde.
auf der Wilden Maus XXL via Coaster. Dankeschön. Tschüss. Churros gehört natürlich total zu Köln, ist natürlich in und schmecken auch super lecker, ist eine spanische Delikatesse. Und ich habe ein paar Fragen hier zu dem Churros-Laden, weil der auch einzigartig hier in Hamburg ist, natürlich der einzige. Und natürlich lieben auch die Hamburger diese frisch gebackenen, herrlichen Churros. Könnt ihr einmal erzählen, wie die Churros denn gemacht werden? Wie die gemacht werden? Ja, das ist eigene Herstellung. Das ist ein Rezept, was ich aus Madrid selber eingeholt habe, rumexperimentiert habe. Und ja, die stellen wir selber her aus Weizenmehl. Und er ist auch sogar vegan, was natürlich jetzt ganz gefragt ist im Moment, ne? Das sind natürlich auch vegane Soßen, haben wir jetzt auch im Angebot. Ja, das ist so eine Art Brandteig. Das ist Rührteig, Brandteig aus Weizenmehl. Und dann kommt er da hier durch die Presse. Das ist ein extra Gerät aus Spanien. In dieses heiße Pflanzenfett. Ja, und dann wird das ganz gerne mit Zimt und Zucker gegessen. Oder halt auch mit Zucker oder auch verschiedenen Soßen. Ne? Und das kommt eigentlich ganz gut an. Das ist, man sagen, ganz schön trendy. Oder hip oder in. Ne? Also kommt gut an auf jeden Fall. Ne? Wie lange gibt es das hier schon bei Ihnen? Also hier auf den Dom das dritte Mal. Und auf dem Weihnachtsmarkt machen wir das, wie gesagt, schon 3 Jahre. Ja, da haben wir das entdeckt, rausgefunden. Und gut, das gibt es schon länger. Irgendwo anders haben wir das schon mal gesehen. Und haben das so mit nach Hamburg geholt. Und wir wollten das auch mal was anderes, dass es mal eine Alternative gibt und ja, mal was anderes im Angebot ist, ne? Haben Sie noch weitere Geschäfte außer den Churros-Stand? Ja, ich habe da hinten noch eine Spielbude, Las Vegas heißt sie, so Spielautomaten, ja, die betreibe auch. Da ist mein Mann jetzt und meine Mutter, die machen das und ich mache das hier jetzt. Ja, ich komme ja aus der Bäckereifamilie. Mein Onkel, der hat da vorne die Dombäckerei und da kenne ich mich natürlich aus mit dem Handwerk, ne? Schmalzkuchen gemacht, Berliner gemacht und dann kam das natürlich eins zum anderen. Wollte ich mal was anderes, nicht nur Schmalzkuchen. Ja, und so kam das denn, ne? Habe ich mir das einfallen lassen. Ja. Als Abschlussfrage vielleicht nochmal, wo werden Sie denn hier als nächstes stehen, nach dem Dom? Nach dem Dom, ja, das wird sich noch ergeben, ein paar Plätze. Ja, müssen wir mal gucken, Neukloster haben wir jetzt. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir wieder auf den nächsten Dom sind. Und natürlich mal gucken, spontan, vielleicht ergibt sich dann noch was, ne? Weil der Laden ziemlich neu ist, müssen wir natürlich erstmal anfragen und gucken, dass wir irgendwo Platz kriegen, ne? Muss sich ergeben, ne? Schauen wir mal. Ne? Dann erstmal vielen Dank und noch viel Erfolg. Ja, danke auch. Ne? Ich mache ihm mal ein paar, ne? Zum Probieren. Oh, lecker, jetzt gibt's Churros. Mm. Mit Zimt und Zucker, ne? Oh, ich's gehört, perfekt. So. Schön, ja. Mach mal rüber. Ich halte fest so lange. Was für euch. Ja, schön. Guten Appetit. Danke. Die Spielhalle, und da betone ich auch die Spielhalle, Bild unterscheidet sich immer von anderen. Dort gibt es zum Beispiel sowas wie Greifarm, wo man Kuscheltiere raussuchen kann, aber man sieht, dass das ein ganzes Areal, wo sich wirklich viele verschiedene unterschiedliche Sachen befinden. Was kann man denn jetzt zum Beispiel hier spielen? Ja, wir haben hier eine gesunde Mischung zwischen Geschicklichkeit und Glücksspielen. Das übliche Greiferspiel, das haben wir hier nicht so im Vordergrund. Wir sind die erste mobile Spielhalle in Deutschland gewesen, die dieses System hier ausgeführt hat. Bei uns kann man Tickets gewinnen, Spaß, Spielspannung, für jeden was dabei, für jede Altersklasse was dabei. Was ist so das Spiel, was am besten angenommen wird, also wo man wirklich deutlichen Zulauf bemerken kann? Ja, das Spiel ist hier unter Pirat Treasure Quest, der wird ganz gut frequentiert. Auch hier unter Monster Drop mit den Bällen, da hat man dann tatsächlich reines Glücksspiel, da drückt man drauf, die Flummis springen da durch die Gegend und dann in welches Loch sie reinfallen, den Gewinn hat man denn, ne? Stehen Sie denn nur auf dem Dom oder haben Sie noch weitere Plätze? Nein, wir bewegen uns im norddeutschen Bereich,
von Stade. Goslar ist das südlichste, was wir ansteuern. Hannover, Cuxhaven sind wir zweimal im Jahr. Also wir bewegen uns hier oben im norddeutschen Bereich hauptsächlich. Da müssen sich dann auch die ganzen Gamer-Freunde auf diese besondere Spielhalle freuen können. Wo werden sie denn nach dem Dom dann als nächstes sein? Hier nach dem Dom fahren wir nach Bremerhaven. Dort sind wir 10 Tage stationiert und danach geht es weiter nach Cuxhaven. Dort kann man uns besuchen, dort kann man spielen, da kann man Spaß und Spannung erleben. Dann auf jeden Fall mal besuchen. Und Ihnen danke ich an der Stelle für das Interview und viel Erfolg. Danke, schönen Tag noch. Auf dem Hamburger Frühlingsdom ist zum Beispiel der Ortifantenflieger von Nülken. Können Sie denn mal erzählen, wie es dazu kam, dass Sie sich so einen Kettenflieger angeschafft haben? Ja, das, wie es dazu kam, ist schwer. Das ist ein langer Prozess und so weiter. Es hat hier früher immer mal ein Kinderkettenkarussell gegeben. Das hat aus welchen Gründen auch immer aufgehört. Und dann war das, wenn man so will, eine Lücke. Und dann hatten wir die Idee, dass wir sagen, okay, wir könnten uns damit anfreunden mit den Gedanken, und dann haben wir das Konzept vorgestellt und dann wurde gesagt, ja, wie machen wir das denn? Und am Ende ist dann diese Dekoration dabei rausgekommen, das Thema Otti ist norddeutsch und so weiter, und dann haben wir gesagt, das ist ganz charmant und der Maler hat es eigentlich auch ganz toll umgesetzt und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Besitzen Sie ja noch weitere Geschäfte in der Familie Nülken? Ja, wir haben den Großkettenflieger zum Beispiel, also wenn man so will, David und Goliath. Der andere ist 55 Meter hoch, das ist einer für hier Kinder. Und wir haben den Klassiker hier auf dem Hamburger Dom, das Viva Mexico. Mexikanerhüt wird das langläufig genannt. Wo kann man denn den Ottifantenflieger noch als nächstes sehen? Als nächstes wird er in Travemünde auf einer Mai-Veranstaltung sein. Und dann Neubrandenburg etc. Zieht quer durchs Land. Das ist schon, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg und vielen Dank für das kurze Interview. Ja, danke schön. Und viel Spaß. Ja, der Grund, warum ich das hier ausgewählt habe, mit dir hier reinzugehen, das ist einfach, weil das eben noch so in dieser Form, wie wir das hier haben, glaube ich, der einzige Betrieb ist mit diesem Café ansässig, mit der Bäckerei nebenan, wo man wirklich auch sich hinsetzen kann und ein nettes Stück Torte oder ein Berliner essen kann mit Kaffee. Das gab es früher sehr viel öfter hier auf dem Domgelände, aber mittlerweile, glaube ich, ist das der einzige Betrieb, den wir hier noch so in dieser Beschaffenheit und alt und traditionell haben. Und dann unter anderem natürlich auch mit dem Besitzer Norbert Rasch, wo man auch immer gerne mal so den neuesten Tratsch hier auf dem Gelände erfährt. Aber er ist auch mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden. Und man sieht ja, aber der Laden ist gefüllt und ich glaube, Sie können ihm da mal so 2-3 Fragen stellen. Das. Und das werde ich auf jeden Fall an der Stelle auch machen. Wie man sieht, er ist wirklich sehr gefüllt und sehr gemütlich hier drin. Wie lange haben Sie das denn hier schon? Ich habe das jetzt ca. 18 Jahre. Habe das Ganze mal von meinem Bruder, von meinem Lieblingsbruder übernommen. Ich habe eine Schwester und einen Bruder und der hat hier Autoscooter und Irrgarten auf dem Dom und der wollte sich ein bisschen verkleinern und da habe ich das übernommen. Vorher hatte ich ein Karussell auch und ich wollte ein bisschen ruhiger machen und gemütlich. Ne? Sie haben ja schon gehört, dass das Geschäft hier ordentlich mit Schnack und so weiter vertreten ist. Also wenn man hier reinkommt, dann kann man ordentlich lachen. Was würden Sie sagen, wenn man hier reinkommen würde, was ist so das besondere Angebot hier? Alles, was im Fett gebacken ist, Schmalzgebäck,
Berliner Apfeltaschen, Kirschtaschen, Quarktaschen, Puddingtaschen, Spritzkuchen. Alles aus eigener Herstellung, ohne Zusatzstoffe. Und wir brennen auch unsere Brandmasse für Spritzkuchen oder Quarkbällchen. Wir brennen alles noch im Kupferkessel selber ab und keine Fertigprodukte. Nein. Es wird alles eben noch nach alter Art gemacht. Und das ist das, was uns auszeichnet und die Qualität. Nein. Man sieht ja auch, man bekommt solche Cafés ja wirklich nur noch selten zu sehen. Wo sind die denn in diesem Jahr noch vertreten? Nur auf dem Dom oder haben sie noch weitere Plätze? Nein. Ich reise sonst mit einem Zuckerwagen und Kreppesstand durch die Gegend. Das rentiert sich nicht. Hamburger Dom, Traditionsveranstaltung, dreimal im Jahr, einen Monat. Dafür ist der ganze Aufwand denn auch gerechtfertigt. Ne? Danke ich Ihnen für Ihre kurze Zeit und auch viel Erfolg natürlich hier. Das können wir gut gebrauchen nach dem strengen Winter jetzt. Alles war kaputt gefroren. Ne? Also können wir gebrauchen. Dom ist auch sehr gut angelaufen. Das Publikum allgemein, was ich so sehe, nicht nur bei mir. Karussell drüben, alles wurde gut angenommen. Und das freut einen. Ne? Das freut einen, wenn alle zurechtkommen. Ne? So muss es sein. Ne? Muss auch sein, das ist gut. Schön. Danke. Wir finden uns hier vor einem Lasertag-Geschäft, das vielleicht auch schon bekannt ist, denn letztes Jahr gab es bereits ein Interview mit dem Nico von der Lasertag oder Laser Sky Arena in Bremen, was schon ganz besonders war, wo wir euch gezeigt haben, dass es halt nicht irgendwas ist, wo man jemanden abschießt, sondern mit Laserstrahlen. Und das gleiche gibt es auch einzigartig hier auf der Kirmes. Können Sie denn erzählen, wie der Spielablauf hier bei Ihnen ist? Jo, jeder, der sich dafür mal interessiert, kann mal vorbeikommen. Wir spielen hier jeder gegen jeden. Das heißt, es können 2 bis 20 Spieler bei uns mitmachen. Das Ziel ist einfach nur, Punkte zu sammeln. Nach einer vorgeschriebenen Zeit ist das Spiel zu Ende. Danach kann man sehen, wer besser war. Das heißt, es geht nicht darum, sich hier zu bekriegen und irgendwie abzuschießen, sondern im Team quasi auch mal Punkte zu sammeln. Genau. Also es macht auch die Großmutter, macht hier mit dem Enkelkind. Also es ist für jeden geeignet, hier einfach mal sich auszutoben. Also es hat keinerlei Kriegshintergrund oder sowas. Wo stehen Sie denn nach dem Dom noch? Wir machen eine kurze Pause, da wir mit unserem anderen Karussell rund um den Tegernsee in München auf dem Frühlingsfest sind. Dann geht es weiter im Bochum auf der Chemnader Kirmes, so heißt das glaube ich. Und dann sind wir in Hof Geismar, Eschwege und so weiter und so fort. Also bis zu 12 Veranstaltungen sind wir dieses Jahr vertreten. Das sind ja schon einige. Wie kompliziert ist das denn mit dem Aufbau? Also wie lange braucht man ungefähr dafür und auch das Ganze zu transportieren? Also da unser Karussell sehr viel Arbeit war, haben wir hier bedacht, dass hier ziemlich alles zum Klappen ist. Also wir haben das Geschäft auf 2 Mittelbaus montiert, das ist alles zum Aufklappen. Also wir bauen eigentlich gemütlich in einen Tag auf mit Waschen und bauen auch in 4 Stunden wieder ab. Und wie viele Leute können zurzeit spielen? Also aktuell 20. Wir sind am Überlegen, aber ob wir noch erweitern, dass vielleicht auch noch mehr rein können und mit mehr Hindernisse. So übers Jahr werden wir noch 1-2 Umbauten machen am Geschäft. Haben Sie besondere Elemente hier verbaut in dem Geschäft? Ja, was heißt besonders? Wir haben halt viel Lasershow, Lichteffekte, Nebeleffekte, Soundeffekte in der Arena, dass einem nicht langweilig wird, ne? Natürlich noch ganz viel Erfolg, dass es weiter gut angenommen wird. Ich finde es auf jeden Fall klasse hier auf der Kirmes und auch viel Spaß. Vielen Dank für Ihren Besuch. Grund, warum wir jetzt hier reingegangen sind in die Bauernschenke bei Herrn Fabricius, ist, dass wir seitens des Verbandes oder der Verbände hier auf dem Gelände oftmals ja auch Probleme nach außen hin haben. Und die kann man natürlich am besten bewältigen, wenn der Kontakt nach außen hin, meine ich damit, zur Politik gewährleistet ist. Und schwerwiegende Probleme, die wir dann oftmals hier haben. Und das ist natürlich
daher so ganz gut gegeben, weil Herr Fabricius, wir haben also einen Distrikt hier auf dem Heiligen Geistfeld, Distrikt Heiligen Geistfeld, seit 25 Jahren gibt es den, und der zweite Vorsitzende dieses Distriktes ist Herr Fabricius, und der ist, hilft uns immer, unterstützend natürlich, wenn es irgendwie nicht weitergeht und wir sagen, Mensch, Politiker brauchen wir, weil das und das geht so nicht weiter. Deshalb ist Herr Fabricius genau dafür der richtige Mann. Deshalb bin ich reingegangen, und ich finde es wehenswert, wenn wir da mal noch so zwei, drei Worte von Ihnen deswegen hören. Wir haben gerade gehört, dass Sie sozusagen der Problemlöser sind. Wie kann man sich denn Ihre Aufgabe genau vorstellen? Was genau machen Sie? Ja, Herr Kirchegger hat das ja eben schon angedeutet. Wir sind also das Bindeglied zwischen Schaustellern und Politik. Wenn die Verwaltung Probleme hat mit der Veranstaltung, sind wir auch gerne immer bereit, das so ein bisschen zu vermitteln. Denn es ist ja immer einfacher, wenn der Schausteller, der auch Fachwissen hat, zu diesen Problemen Stellung nehmen kann und kann den Politikern das auch ganz anders übermitteln als Unbeteiligte. Wie lange gibt es das schon? Seit 25 Jahren. Ich bin Gründungsmitglied dieses Distriktes Heiligen Geistfeld. Das ist ja in der Bundesrepublik einmalig, dass also eine Partei, sonst ist das ja immer wohnortgebunden. Und hier ist es also so, alle Schausteller vom Hamburger Dom haben die Möglichkeit, in den SPD-Distrikt Heiligen Geistfeld, der damals gegründet wurde, einzutreten. Dann danke ich Ihnen an der Stelle für Ihre Zeit, dass Sie es einmal kurz erklärt haben, was natürlich der Herr Kirchegger nochmal angedeutet hat, und dann auch viel Erfolg. Prima, Dankeschön. Wenn wir denn von meinem Restaurant sprechen, wo wir hier gerade drin sind, habe ich natürlich das große Glück, dass wir, ich sag mal, als im Nachtischbereich den besten Stand hier auf dem Gelände ist Frau Jessica Lorenz. Ihre Puffertjes sind wirklich nicht nur in Hamburg, sondern auch überregional bekannt. Das muss ich deshalb sagen, weil sie ist bei uns auch auf dem Weihnachtsmarkt angegliedert. Und ich muss sagen, viele, viele Stammkunden, die zu unserem Weihnachtsmarkt kommen, die einfach nur Frau Lorenz dann sehen wollen und sagen, Mensch, bist du auf dem Dom? Oh, das ist ja schön, dass du das auch machst. Hier ist wirklich Qualität, und da gehen wir jetzt einfach mal hin und werden so ein kleines Interview mit Frau Lorenz machen. Freue ich mich drauf. Jessica. Ich habe gerade gehört, Sie haben hier einen ganz tollen Poffertjes-Stand, und hier gibt es wohl die besten auf dem Hamburger Dom. Was macht denn Ihre Poffertjes gerade so besonders? Besonders, dass wir immer selber vor Ort sind. Ich bin immer Ansprechpartner, ich bin immer hier, meine Tochter, wir machen das immer zusammen. Haben super viele Stammkunden, sind ja auch auf dem Weihnachtsmarkt bei unserem Kollegen. Und werden überall eigentlich schon erkannt in Hamburg, witzigerweise, wenn ich in die Stadt gehe oder so. Ach, guck mal, unsere Poffertjes-Frau. Das ist, und Qualität immer. Wir bieten ja auch verschiedene Sachen an. Wie kann man das denn hier miteinander kombinieren? Poffertjes mit was dazu gibt es denn zum Beispiel? Normal isst man die mit Butter und Puderzucker in Holland. Dann haben wir Nutella, frische Erdbeeren, Banane, Alkohol für die Erwachsenen. Alles. Kinderschokolade. Alles Leckere. Wo sind Sie überall vertreten? Also nur hier oben in Norddeutschland oder auch quer durch Deutschland? Quer durch Deutschland fahren wir. Bis Eisleben, jetzt nach dem Dom fahren wir nach Eisleben zum Wiesenmarkt. Im Herbst sind wir da auch zum Wiesenmarkt. Das ist eine ganz, ganz große Veranstaltung, ähnlich wie das Oktoberfest. Und dann quer durch Deutschland. Wisst ihr ja Bescheid, wo ihr jetzt auch immer mal hinkommen müsst und einmal mal ansprechen müsst, die Probe, was ihr probieren sollt. Und Ihnen danke ich an der Stelle für das kurze Interview. Ja, danke euch. Ist delicious. Warum ich hier rangegangen bin, ist einfach, weil das wirklich noch ein absoluter Vorzeigebetrieb ist. Traditionell von der Firma Kaiser, die also Ponybahnen oder Pferdereitbahnen seit, ich weiß gar nicht wie viele Generationen, da werden wir Ihnen gleich nachfragen, betreiben. Ihre Tiere mehr lieben, das darf ich mal so sagen, wie ihre eigenen Frauen. Das ist einfach so. Die werden hier gehegt und gepflegt, und das sieht man auch am Lachen der Kinder, so wie eben das Ganze hier stattfindet. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir Stefan heute hier haben, der eigentlich schon von Anfang an hier mit dabei ist. Und Ihnen gerne mal zwei, drei Fragen dazu stellen würden, ja? Einmal eine Frage, in welcher Generation befinden Sie sich jetzt? Ja, wir befinden uns vierte Generation. Und wie gesagt, wir sind da, wie der Robin Kirsche das gerade gesagt hat, wir sind da mit Herzblut dabei. Wir machen das schon, wie gesagt, ewig und immer. Wir können gar nichts anderes wie mit unseren Tieren. Für uns wäre das schwierig, wenn wir morgens aufstehen müssten und nicht in den Stall reingehen könnten. Ne? Das ist so, ne? Wie lange haben Sie schon hier die Ponyreitbahn?
Hier auf dem Dom sind wir schon seit 50 Jahre Minimum, ne? Und vor uns war auch ein anderer Firmen hier gewesen, aber bei uns gibt es schon, sag ich mal, seit vierter Generation machen wir schon immer Ponyreiten. Ne? Und wir lieben das Ponyreiten, wir freuen uns, wenn wir auf dem Hamburger Dom kommen und können die Kinder mal glücklich stellen, dass die Kinder mal wieder in so einer Großstadt auf so einem Pony auch reiten können, immer mal wieder, ne? Das ist auch wichtig, ne? Wie genau pflegen Sie denn Ihre Ponys? Also haben Sie da genau einen Ablauf, dass die Ponys sich dann auch wohlfühlen? Ja, wir haben 15 Ponys mit und unsere Ponys werden tagtäglich gepflegt. Wir fangen morgens um 6 Uhr an. Da haben wir hinten einen großen Paddock, einen großen Auslauf. Da trainieren wir unsere Ponys, weil unsere Ponys, man sieht es ja, die laufen frei. Die sind nicht angebunden oder irgendetwas. Diese Ponys müssen ganz auf Kommando funktionieren, weil das sind ja unschuldige Kinder, wo darauf reiten, die wohl nicht die Reiterfahrung haben, diese Pferde zu steuern. Also müssen die Pferde auf unser Kommando regieren und deswegen arbeiten wir, das ist unser Arbeitsplatz, deswegen stehen wir morgens um 6 Uhr auf und arbeiten den ganzen Tag mit unseren Tieren zusammen. Ne? Dann wünsche ich natürlich noch viel Erfolg mit dem Ponyreiten. Können Sie uns denn sagen, wo Sie noch als nächstes stehen werden? Als nächstes werden wir stehen in Grefeld auf Spröntal-Kirmes. Und danach geht es dann weiter nach Gütersloh und dann geht es hoch nach Hessen nochmal geht's weiter. Also wir reisen quer durch Deutschland. Wir sind auch Soest-Innenstadt, größte Innenstadtkirmes in Europa, Soest-Allerheiligen-Kirmes, Bocholt, Werne. Also wir haben insgesamt 15 Veranstaltungen. Wir sind also mit Ponyreiten, wo wir sind, auftreten, Firma Kaiser mit Ponyreiten, sind wir immer gefragt. Und die Behörden und alle, muss man sagen, stehen auch ganz dahinter. Auch die Vereine hier, auch so wie hier in Hamburger Verein, die wollen das alle und die kämpfen auch alle damit. Und wir sind auch ganz stolz drauf und wir freuen uns auch immer, dass das Ponyreiten so gut angenommen wird. Man sieht es heute ist schlechtes Wetter, aber Ponyreiten ist immer noch in Bewegung. Die Kinder finden es auch immer noch ganz gut. Und da ist das Aushängeschild auch dran, dass man sieht, dass das Ponyreiten auch immer noch angenommen wird. Ne? Da merkt man ja, dass es auf jeden Fall sehr beliebt ist, die ganzen Kirmesplätze, die gerade aufgezählt wurden. Viel Erfolg und natürlich danke fürs Interview. Dankeschön, schönen Tag noch. Bei unserem Rundgang, da darf ich natürlich auch nicht versäumen, hier stehen zu bleiben. Das ist Familie Preher-Petter. Ne, und was ich eben an diesem Familienbetrieb so schätze, ist, wie es eben schon sagt, der Familienbetrieb, da ist wirklich nur die Familie immer voll mit dabei. Und was wir hier halt auch sehen, ist, dieses typische Bild von diesem Geschäft ist, die bauen alles selber, selbst konzipiert. Das hat keine Fachfirma gemacht, sondern ihr Mann Kevin selber durchdacht und auch so in der eigenen Werkstatt zu Hause hergestellt. Und dementsprechend vermarkten sie da auch ihre eigenen Produkte. Und das finde ich eben das Schöne daran. Und ich glaube, Jenny, Petter wird uns auch gerne noch mal ein paar Takte dazu sagen. Hallo, ich finde ja auch schön, dass Sie alles hier selber machen, das finde ich erstmal ganz klasse. Was ist denn hier Ihr Konzept? Unser Konzept ist, also wir haben uns das selber so ausgedacht, wir haben 20 verschiedene Toppings, hauptsächlich nur Vanilleeis. Wir haben auch ein sehr gutes Vanilleeis, hochprozentiges Eis. Wir haben 6 verschiedene Glasuren, in diesem Jahr auch 9 Nutella mit dabei. Toppings, man kann variieren, ob man mehrere Streusel möchte oder nur eine Sorte, das ist eigentlich dem Kunden ganz selber überlassen, ne? Stehen Sie denn nur auf dem Dom oder haben Sie auch viele andere Plätze? Also wir sind Hamburger Dom, dann sind wir in Bad Dürkheim zum Wurstmarkt, Hafengeburtstag, Neukloster Pfingstmarkt. Also wir sind auf viele, ich sag mal, namenshafte Veranstaltungen. Und wie wird Ihr Stand hier von den Leuten angenommen? Also wir haben sehr viel Stammkundschaft schon, was wir natürlich auch am Slush-Laden haben. Wir haben eine Bonuskarte. Also wenn man jetzt 10 Stempel voll hat, dann bekommt man einen gratis. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Das machen ganz viele Kunden. Die sammeln und kommen auch immer wieder, ob das zum Hafen ist oder zu den anderen Stadtfesten, wenn wir in Hamburg sind. Also ich denke mal, dass wir ganz gut ankommen. Schon alleine die Kinder finden das ganz toll mit den Hello Kitty Streuseln. Und das haben halt nur wir, ne? Alles in pink quasi sonst. Wo stehen Sie denn dann hier als nächstes? Nächste Station ist Hafengeburtstag und dann geht es immer so weiter. Neukloster, Pfingstmarkt sind wir auch und dann kommt die nächste Station wieder Sommerdom. Zwischendurch halten wir kleinere Veranstaltungen, nicht nur die großen. Die Kleinen sollen uns auch haben. Ich denke mal auch, dass Kirmesplätze diesen Stand auf jeden Fall brauchen. Das ist was ganz Tolles. Und ich wünsche natürlich noch viel Erfolg und vielen Dank für das Interview. Ja, und falls Sie Einfluss aufs Wetter haben, ich hätte gerne mal 20 Grad. Wer nicht?
Auf dem Hamburger Frühlingsdom könnt ihr zum Beispiel auch den Blackout von Stürzer beobachten. Das ist ein ganz neues Geschäft hier. Neben mir habe ich den Sascha Stürzer, den Besitzer. Ja, erstmal großes Lob natürlich für die Umsetzung. Wie kamen Sie denn überhaupt damals darauf, sich so ein Geschäft anzuschaffen? Ja, wir haben geschaut, was es nicht in Deutschland gibt. Und da sind wir ein paar Firmen abgefahren. Und da wollte ich ein Karussell kaufen mit meinem Bruder zusammen, weil der Inhaber bin ich und mein Bruder, der Alexander Stürzer. Und da waren wir interessiert bei einem Karussell, aber das hatte keinen deutschen TÜV bekommen. Und dann sind wir aus Zufall zu Technical Park gefahren, da war ein Pegasus gerade gestanden. Weil wir waren 2 Jahre vorher, haben wir schon mal nachgefragt, aber da haben die so einen Typ noch nicht gebaut, sondern nur auf Zeichnung gehabt. Und da bin ich mit meinem Bruder das Geschäft Probe gefahren und eine halbe Stunde später haben wir den Vertrag unterschrieben. Weil ich war eigentlich begeistert von der Fahrt. Ist denn der Blackout vom Typ her der einzige in Deutschland, der reist? Ja, der Blackout ist der einzigste von Typ in Deutschland so. Es gibt jetzt momentan seit 2015 einen in der Schweiz noch. Und jetzt kommt noch einer im Sommer nach Frankreich. Aber mir sind nur die 3 Stück jetzt in Europa bekannt. Ich stehe ja zum ersten Mal auf dem Dom. Ist es denn auch das erste Mal, dass Sie jetzt hier im Norden reisen? Und haben Sie sonst so ein Gebiet, wo Sie eher reisen? Nee, ich fahre eigentlich dahin, da wo ich jetzt gerade mal sage, meine Route passt gut hier. Die Route passt zwar nicht, ich habe 800 Kilometer zurück. Aber Hamburg geht 5 Wochen und Hamburg ist ja keine schlechte Veranstaltung. Wie lange brauchen Sie denn circa zum Auf- und Abbauen? Auf wie viele Transporten ist es verladen, das Geschäft? Das Karussell an sich selber ist auf 2 Transporte verladen, Mittelbau und Rolle. Da haben wir noch einen Wohnwagen, Mannschaftswagen, insgesamt sind 4 Transporte. Der Auf- und Abbau, Aufbau, sage ich mal, einen halben Tag, Abbau 5 Stunden. Was sind hier die allgemeinen technischen Daten, also die Maße, wie lang läuft eine Fahrt und wie viele Leute können Platz nehmen? 16 Personen haben Platz, die Fahrtdauer ist ca. 3,5 Minuten. Die Maße von den Karussell sind 17 Meter Breite, 18 Meter Tiefe und 22 Meter Flughöhe. Ich habe mir gedacht, dass sie gefahren sind und nach einer halben Stunde quasi unterschrieben haben. Das heißt, da muss ihnen ja die Fahrt so gut gefallen haben, dass sie auch auf einen ganz besonderen Namen gekommen sind. Wie kam es denn dazu? Ja, ich bin schon viele Karussells in meinem Leben gefahren und jetzt bei den meisten Überschlagkarussells sind die Überschläge ruckartig. Und es war bei Pegasus war das nicht, es war eher ein sanfter Überschlag. Und ab und zu wusste ich dann gar nicht mehr, wo ich war, deswegen bin ich auf den Namen gekommen, Blackout. Und wir haben das Geschäft so bauen lassen, dass wir mit Gondelüberschlag fahren können, dass wir eine Gondelbremse zusätzlich haben. Das haben nicht alle Pegasus, das ist, war eine Erfindung eigentlich von mir und von meinem Bruder, die Idee. Die haben jetzt noch einen gebaut, der hat jetzt auch eine Gondelbremse. Und dadurch kannst du viel intensiver fahren und mehr mit dem Publikum spielen. Haben Sie denn auch eine ganz neue Gestaltung sich ausgedacht, also die Farben und was ist so in der Winterpause passiert? Haben Sie vielleicht neue Lackierungsarbeiten gemacht oder was am TÜV und so weiter? Ja, wir haben die Gondeln, das Gondellicht komplett erneuert. Unten haben wir alles in RGBs gemacht, vorher waren weiße LEDs drin. Die Fassade haben wir auch komplett neu gemacht von Licht. Jetzt im Sommer steht wahrscheinlich noch an eine komplett Umgestaltung von Design her, von der Rückfront, sage ich von der Bemalung. Das wird ein bisschen heller gemacht. Weil wir so die Rückfront nicht bestellt hatten, so dunkel, aber wir sind rübergekommen, dann war es zu spät nach Italien. Und das wollen wir im Sommer noch umgestalten, wenn es zeitlich passt. Dann wollen wir natürlich nochmal gerne auf die Steuerung eingehen, wie die funktioniert. Wird die manuell oder Automatik gesteuert und was haben Sie da für ein Programm eventuell? Das ist eine S7-Steuerung von Siemens und wenn man manuell fährt, dann kann man viel besser mit dem Publikum spielen und anpassen, wie das Publikum das haben möchte. Weil wenn man nur Automatik fährt, ist es nicht mehr, sag ich mal, abwechslungsreich. Und wir wollen immer eigentlich jede Fahrt abwechslungsreich gestalten. Sie eventuell noch weitere Geschäfte im Familienbetrieb, Stürzer? Wir haben noch einen Breakdance von Nauder Büssing, Exot, der heißt Stardancer. Und dann haben wir noch 2 Mandelwegen und wir haben vor kurzer Zeit erst einen Polyp verkauft, fliegenden Teppich verkauft, die Eclipse, jetzt Kicktown haben wir verkauft. Vielleicht tun wir die nächsten Jahre wieder ein Karussell dazu machen, aber da bin ich noch unschlüssig. Es ist sicherlich auch für die Hamburger interessant hier, weil es ja ein ganz neues Geschäft ist und diejenigen, die auch nur zum Hamburger Dom gehen, ja was ganz Neues. Wie wurde das Geschäft denn bisher angenommen? Eher für die Jüngeren, die eingestiegen sind oder waren auch Ältere bei?
Ich sag mal gemischt. Also das Wochenende war eigentlich ziemlich gut. Heute haben wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, das ist normal, da kannst du stehen, wo du willst. Wenn Schnee und Regen ist, da steigt kein Mensch ein. So bin ich bis jetzt ganz zufrieden mit Hamburg und wenn es so weitergeht, würde ich mich freuen. Apropos weitergehen, wo geht's denn nach dem Dom dann weiter? Wir fahren danach nach Deckendorf, das ist da bei Passau, also so 800, 780 Kilometer von hier entfernt. Sie haben ja von dem Breakdancer erzählt, den ja auch noch gehört. Haben Sie da etwas auch in der Winterpause dran gemacht? Ja, den Breakdance haben wir eigentlich damals die meiste Zeit in den Winter reingesteckt. Den haben wir komplett umgerüstet auf RGBs, also generell alles, Fassade, vorne, die Schilder, wo die Leute sich unterstellen können. Das ist alles jetzt RGBs. Die Rückfront wurde komplett neues Design, neue Bemalung. Und das hat uns am meisten Zeit gekostet. Deswegen konnten wir den Winter nicht so viel am Blackout machen. Und wo kann man dann den Breakdancer in dieser Saison noch überall vorfinden? Ja, jetzt der erste Platz ist Gernerdull, das ist Eckenfelden, das ist in Niederbayern. Danach geht es auf Deckendorf und danach, wenn ich mich nicht täusche, geht es nach Amberg. Also mit dem Breakdance fahren wir eigentlich hauptsächlich nur in Bayern. Es ist schon, ab und zu sind wir schon Baden-Württemberg gefahren, aber meistens in Bayern und wir haben mit dem Breakdance immer unsere festen Plätze. Dann wünschen wir natürlich noch viel Erfolg mit dem Blackout, dass das Wetter natürlich noch in der weiteren Zeit besser wird und vielen Dank für das Interview. Jo, Dankeschön, hat mich gefreut. Das war's von der dritten Reportage von Kirmesweiler 2018, liebe Leute. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke, die ihr hier auf dem Hamburger Frühlingsdom sehen konntet, gefallen. Das war natürlich erstmal was anderes, weil es war ja eine Special-Ausgabe in dem Fall. Es gab viele Interviews, der Robert Kirchecker hat uns hier rumgeführt und es war wirklich sehr toll. Viele neue Schausteller kennengelernt und tolle Gespräche geführt. Also erstmal ein ganz großes Dankeschön an den Robert Kirchecker und an alle anderen Schaustellerkollegen natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo es hingeht, werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren oder jetzt am Ende der Reportage. Vielleicht weiß ich dann ja schon genaueres. Und bis dahin alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Es geht weiter bei Kirmesweiler und ciao.